Es ist genau 9 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Entschuldigung, da waren wir etwas früher drauf und dann sehen Sie, wie der Moderator Wasser trinkt. Fertig? Okay. Heute ist Freitag, der 18. Ich hab nichts gemacht. 2000 Meldungen produzieren die Agenturen an einem durchschnittlichen Nachrichtentag. Ein durchschnittlicher Moderator produziert einen Versprecher pro Ansage. Lässt sich das nicht besser organisieren, damit die Schüler wenigstens weniger gestreckt werden, gestresst werden? Okay. Ja, Moment, ich bin gleich soweit. Spenden von insgesamt 39.409.851.000.000 Euro eingegangen. Was für eine Zahl. Hab einen bereits festgenommenen Kumpel. Morgen tritt in der Königsklasse FC Arsenal gegen FC Villarreal an. Schon ist auch weggefallen. Ich hab ihn wieder. Bundestrainer Klinsmann hat nun die Qual der Wahl, wer für Frings einsperren soll. Bereit sein, stehen sein Bremer Kollege Tim Borowski oder der Dortmunder Sebastian Kehl. Grund für die Schließung des Mikrosmarkes ist, dass die betriebswirtschaftliche Erwartung zu keinem Zeitpunkt erreicht Im Badeschiff, du Arsch! Ich hab nichts gemacht! Doch, du hast mich angeschaut, ich hab's genau gesehen! Wie kannst du die sehen? Doch, nicht. Von meinem Augenwinkel! Mann, das war so gut! Weißt du, hörst mich an? Oh Mann, das war so gut! Und wir haben weitere Nachrichten an diesem Morgen in einer kurzen Übersicht, so ist es richtig. So viel Bier am frühen Morgen. Ist ja auch nicht gesund. So, der Börsenrückblick kommt nicht, meine Damen und Herren, und wir trinken auch kein Bier von wegen um diese Stunde. Was machen wir jetzt, liebe Regie? Trinken wir Bier? Heute ist Freitag, der 18. Januar. Herzlich willkommen zu Nachrichten aus der Region auf Südkorea TV. Du hast gerade was gesagt. Du hast gerade gelacht. Ich hab dich gelacht. Doch. Ich kann nicht mit dir arbeiten. Okay. Wo Friedhelm Tilgen auf uns wartet. Friedhelm, ein sinkender Ölpreis? Gehen Sie nicht weg, bleiben Sie hier. Ich weiß nicht, was ich Ihnen fragen soll. Wir schalten jetzt live an die Frankfurter Börse. Insgesamt 105. Das ist jetzt schon wieder los. Ich kann nicht mit dir arbeiten. Das geht nicht. Ich weiß es nicht. Wenn man einmal einen Lachkrampf hat, dann kriegt man den Lachkrampf nicht mehr weg. Ach, die Argentinier feiern das 0:0 gegen Holland so, als ob sie gewonnen hätten. Udo Lilischkis in Brüssel, können Sie mich hören? Herr Lilischkis kann uns leider nicht hören. Wir versuchen innerhalb der Sendung natürlich nochmal zu ihm zu schalten und machen weiter mit. Aber ich sehe kein Bild, ich sehe Werbung hier. Entschuldigung. Was machen wir? Schnell schalten, dass er wieder zu sehen ist? Wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag. Das ist dumm. Ich stehe hier am Fährhafen Sassnitz in Neumukran und wir wollen uns das mal angucken. Hier ist so eine Desinfektionsanlage der Bundeswehr. Die Soldaten sind jetzt gerade dabei, ein Fahrzeug von oben bis unten zu desinfizieren. Das ist ganz wichtig. Wir sehen, das Fahrzeug kommt aus Schweden. Aber wir können leider keine Bilder mehr sehen. Die Modewelt muss sich ja jede Saison etwas Neues. Ich denke, das ist der falsche Beitrag. Die internationale Weltraumstation ISS hat zwei neue Sonnen. Siegel. Oh. Ich habe hier einen Hall. Oh, das ist scheiße. Was ist denn jetzt los? Riesen, wir immer noch auf Sendung. Ja, da sind wir wieder. Wissen noch nicht ganz, was wir jetzt sagen sollen, denn eigentlich hatten wir schon Tschüss gesagt. Da war er schon aus dem Bild und sollte er gar nicht sagen.
Jetzt geht's wie gesagt gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten und dann darf die Maskenbildnerin auch wieder nach oben kommen. Auf den Tisch hervorkommen, bis gleich. Das Badewetter und eben diese Waldbrandgefahr, das sind ein und dieselben Sachen, die verschiedenen Seiten ein und derselben mit. Was? Entschuldigung. Uli Wickert, ich bitte dich, die Meldung weiterzulesen. Meine Stimme ist weg. Es tut mir leid. Ich gebe dir gleich einen Bonbon. Danke. Pardon. Die Schweizer Boulevardzeitung Sonntagsblick berichtet, die ägyptische Regierung habe sichere Informationen über CIA-Gefängnisse in Rumänien, Mazedonien, der Ukraine und dem Kosovo. Nun, die Lottovorhersage, Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09-82-942. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das Wetter. Sie verlangen, dass Außenminister Fischer noch vor der Abstimmung im Mai vor dem Visa-Ausschuss... Oh, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, die falsche Meldung. Die mir jetzt... Entschuldigung, ich habe keine drei, Anton. Das kommt vor, wir bitten um Ihr Verständnis. Hatten wir so auch noch nicht. Sonne verdeckt die Wolken, Wolken verdecken. Im Süden sonnig, im Norden immer wieder Vogel, Grippe, nein, Entschuldigung. Und damit von uns allen einen schönen Abend noch, auf morgen, bis Wiedersehen.